Hallo und mal wieder herzlich willkommen bei Grenzenlos Leben. Heute zum Thema: Die gelb-grün-rot-schwarze Staatssekte enteignet das Volk, rette dich. Ja, nach dem erfolgreichen Gentherapien von über 70% der Bevölkerung schreiten die Staatssekten, die kriminellen Vereinigungen, die sich Parteien nennen, zur nächsten Tat. Kriminelle Vereinigungen sind in Deutschland verboten, im Grundgesetz sogar. Außer die Parteien sind ausgenommen. Das wäre der einzige Punkt, den man mal ändern müsste bei Gelegenheit. Und jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, wie kommt denn der Vogel auf die Idee, von Gelb, Grün, Rot, Schwarz zu sprechen? Die Schwarzen waren jahrzehntelang an der Macht und haben nichts geändert. Nichts zum Besseren für die Menschen. Die Schwarzen haben ihre geliebte Mutti das Volk terrorisieren lassen. Das nur mal zur Erinnerung. Aber was ist das Thema? Das Thema ist, dass diese wunderbare Staatssekte Geld braucht. Und Geld klaut man am liebsten den Bürgern. Und dafür ist das Thema Erben hoch willkommen. Denn in Deutschland werden jedes Jahr 400 Milliarden Vermögen vererbt. Und der grenzenlos gierige Staat kriegt davon nur 13 Milliarden ab. Das muss man doch ändern in einem kommunistischen System, wie es Nordkorea 2.0 nun einmal ist. Und genau das steht auf der Agenda. Die Verbrecher, die in dem besten Deutschland aller Zeiten das Volk unten halten und zerstören, haben einen neuen Trick, einen neuen Taschenspielertrick. Sie wollen und werden die sogenannte Bewertungsrichtlinie verändern. Das ist die Richtlinie, mit der Immobilien bewertet werden, mit der Omas Häuschen bewertet wird. Und dann reichen die Freibeträge beim Vererben bei ganz vielen Menschen nicht mehr aus. 500.000 Euro für Ehepartner, 400.000 Euro für Kinder und 200.000 Euro für Enkelkinder. Und das führt dann dazu, dass die armen Menschen in Deutschland sich ihre Immobilien nicht mehr leisten können werden. Omas Häuschen futsch. Aber das ist ja auch richtig so aus Sicht der Kommunisten. Denn ein Erbe ist ja leistungsloses Einkommen. Das muss doch besteuert werden. Abgesehen davon, dass das Geld, mit dem das Erbe aufgebaut wurde, dutzende Male in diesem kommunistischen Großparadies schon besteuert wurde. In einem Land, wo es die höchsten Steuern der Welt gibt, die absurdesten Steuern der Welt. Aber das reicht nicht. Deswegen muss man das Volk durch die Staatssekte natürlich weiter ausplündern. Noch mehr, noch gieriger für den verkommenen Staat, damit noch mehr Flüchtlinge, Asylanten und Verpisser sich aufgrund oder auf Basis des verbliebenen Restes der wenig Arbeitenden, der noch weniger Arbeitenden, durchs Leben schlagen können. Das ist die Realität in Nordkorea 2. Muss man nur anerkennen, muss man verstehen und dann muss man handeln. Denn noch habt ihr 21 Tage Zeit zu handeln, bis zum 22. Dezember, sogar zwischen Weihnachten und Neujahr noch. Ihr könnt jetzt noch zu alten Werten das Häuschen von Oma auf die Enkel übertragen, euer Haus übertragen, tut es. Gebt alles auf, was in diesem Land auf der Kippe steht. Lebensversicherungen gehören auch dazu. Lebensversicherungen gehen sehr bald ins Klo. Es ist Endspiel. Und vor dem Hintergrund belügen sie euch nicht mehr. Sie werden euch ausplündern. Es ist kein Zufall, dass Deutschland, das Land mit der geringsten Eigentumsquote oder einer der geringsten Eigentumsquoten weltweit ist. Überall auf der Welt wohnen die Menschen in eigenen Häusern. In Deutschland wurde das Prinzip Mietwohnung kultiviert und weltweit beispielgebend etabliert. Mietwohnung ist das Beste, wie man Lohnsklaven und Steuersklaven von der Staatssekte händeln kann. Denn leistungsloses Einkommen, das darf es nicht geben. Steck ihnen den Finger dorthin,
wo sie es verdienen. Und übertrag dein Eigentum. Dein Klaus von Grenzenlos Leben.